Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Burning Fights, die ganze Breath Plus. Neue Run, neue Woche, neues Glück. Maggie, zeig, was du drauf hast, meine Liebe. Zeig, was du drauf hast. Gut. Oh, hier können wir gleich mal unsere Herzen ein bisschen opfern. Vielleicht immer ja was Interessantes. Eine liebliche Münze zum Beispiel. Und Yamhart aktivieren. Da gehen wir vielleicht nachher nochmal ein wenig hin. Ha, wurde mal einfach zum Itemraum teleportiert. Einmal Curse of the Maze. Okay. Oh, nichts dagegen. Schön. Wisst ihr was? Dann machen wir mal die faule Taktik. Geht ins Feuer. Oh, nice. Ja, Maggie, wenn du wenig schneller wärst, könnte man die Fliechen auch ins Feuer locken. Aber nicht mit dir. Von daher, du weißt, wegen Speed-Up wäre nice. Aber wir fangen erstmal mit Damage an. Ganz gemütlich. Wegen Damage, wegen Tears haben. Dann können wir uns ein wenig um Speed kümmern. Empero können wir uns gleich zum Boss teleportieren. Und wir haben den Pokéball. Gotta get them all. Muss das unbedingt sein. Weißt du was? Wir machen mal eine andere Variante. Wir haben sowieso einen Winstreak von 0. Von daher möchten wir die mächtige R-Taste betätigen. Wir wollen mal einen mächtigeren Maggie Run. Von daher wollen wir mal ein bisschen mal ein gutes Item bekommen. Little Brimstone. Das hat ja schon wunderbar funktioniert. Gott, wir haben Little Brimstone. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Damit es auch ein wenig schneller geht mit der Maggie. Dass wir da auch ein bisschen die Kontrolle haben. Und das Gute ist, der Little Brimstone ist an der ersten Stelle der Begleiter. Das heißt, wir können relativ gut kontrollieren, wo er schießt. Das ist nice. Mal schauen, wie der Gegner dann hinschmelzt, der erste Boss. Das ist lieblich. Zwar macht Maggie jetzt überhaupt nichts mehr, aber hey, da war mein Little Brimstone. Und er ist gut. Er ist verdammt gut. Und der Bombe, Messi. Hallo, 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 Bright. Was geht ab? Das geht. Ich hab gehört, du stirbst. Und eine Karte. Der Empress. Leider keine Empero-Karte wie beim letzten Run. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin glücklich. Das ist ein lieblicher Raum. Den hab ich auch noch nie gesehen. Nehme ich sehr gerne mit. Na, für die Pupis macht der Little Prince leider nicht kaputt. Aber da war ja die Maggie. So als Nebencharakter. Maggie. Ah, die gute alte Maggie. Na komm, machen wir es halt selbe. Können wir noch eine Glücksmünze, vielleicht gehen wir noch ein bisschen. Noch eine! Woohoo! I feel blessed! Jawohl! Jetzt haben wir uns Angel die Chance ein bisschen erhöht. Nice! Und stirbt. Und ihr zwei auch. Ach, das ist herrlich. Ich habe eigentlich gehofft für ein Item, was vielleicht die Maggie benutzen könnte, aber. Ja, wenn sie Passivschaden macht, ist es auch in Ordnung. Und ja, Mann, Geheimraum, merci. Und, money, money, money. Und kein Luck up. Ist egal, ich habe schon 11 Münzen. So, jetzt machen wir folgendes. Wir tun einmal das. Wegen wegschieben. Boah, das geht ja so gut wie gar nicht. So. Und dann machen wir das mal in die kaputt. Ha, genau das wollte ich. Zack. Und das können wir noch betätigen. Noch eine Glücksmünze. Weil ich mir schon gedacht habe, dass da eventuell der Super Secret Geheimraum sein könnte. Ein bisschen Geld kann ich dir geben. Aber leider nicht allzu viel. The Empress. Empress, das bringt mir leider nichts. Ich muss euch leider töten. Tut mir leid. Habe ich nur einen getötet. Okay. Wir haben 3 Münzen, von daher könnte man mal kurz in den Shop reinschauen, bevor wir zum Boss gehen. Und das können wir uns noch leisten, auf jeden Fall. Shop, was hast du denn Schönes für mich? Ich hoffe, was Gutes. Ich weiß nicht. Du hast noch 2 Münzen da rein, haben wir einen Lack-Up noch bekommen. Aber ansonsten war es nicht unbedingt optimal. Na gut, gehen wir zum Boss. Sagen wir hallo zu unserem Monster. Monster? Der Larry! Mit Brimstone. Ich weiß nicht, ob der optimale Gegner dafür ist. Damit meine ich, er ist auf jeden Fall der optimale Gegner. Eieieiei, was sind das denn für Herzen? Da kann ich auf jeden Fall noch ein wenig spielen. Da habe ich doch Glück gehabt, dass ich den Automat nicht gesprengt habe. Eigentlich wollte ich den, aber hey. Psst, weiß keiner Bescheid. So.
gewinnen noch wegen Monetros, aber jetzt kann er sterben. Jetzt hast du deinen Zweck erfüllt. Oh. Okay. Gib mir noch ein ganzes rotes Herz wieder. Gehen wir in die nächste liebliche Ebene. Ihr habt den Keller. Und Curse of the Lust. Es ist nicht optimal. Aber der Keller, er ist noch nicht so groß, von daher. Ich denke mal, wir werden uns da zurechtfinden. Und noch eine Bombe. Und bekommen noch ein Soul Heart. Wunderschön, jetzt hätte ich gerne wieder ein paar Bomben. Und die kann man ja mal da aktivieren. Nice. So, dann gehen wir mal nach unten. Ja, die Fliechen haben da jetzt auch nicht unbedingt die größten Überlebenschancen. Trollbombe, geh weg. Ich mach keiner. Hello, hello, hello. Machen wir mal auf. Da hat wohl einer die Idee. I think it's broken. Kann es sein, dass ich das nur droppen kann, wenn ich schon ein Spacebar-Item habe? Ist doch die Lampe, wenn mein Spacebar-Item aufgeladen ist, dass ich dann ein Old Set Up bekomme. Kann es sein? Kann es sein? Hm. Jetzt habe ich es gekriegt? Nein. Du hast Spades, zack, zwei Schlüssel, das heißt, wir können da mal reinschauen. Hm, Soul Heart brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir könnten mal rerollen. Wir könnten es nochmal machen. Hm, more option. Sehr gerne, zwar haben wir schon den Goldraum erkundet, aber wir haben noch weitere Ebenen. So, ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich schon zum Boss. Hier gibt es nichts mehr Interessantes zu holen. Zack. Noch ein Herz. Hm, da haben wir einen Stein, aber keine Bombe. Das ist natürlich nicht so gut. Zack, zack. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Wohin? Da waren wir, glaube ich, doch auch schon nach links. Da müssen wir nach rechts. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, der noch frei ist. Brimstorm! Nice! So, wenn die Maggie jetzt auch noch Brimstorm abschießen könnte, das wär ja zu gütig. Dann habe ich doppelt Brimstorm und dann noch Trendy oder sowas. Ah, oh, das ist sehr lieblich. Okay, da ist nichts. Ah, da ist wieder ein Stein. Ich komme nicht dran, weil ich keine Bomben habe. Ein Schlüssel. Na gut, wenigstens ein Schlüssel. Ist doch schon mal etwas. Vielleicht geben wir hier noch eine Bombe. Ich habe gehört, ihr wollt mir eine Bombe geben. Nein, Itzi-Bitzi-Spider. Eine Batterie, okay. So, E-Boss können wir mal aktivieren, aber wir machen natürlich den Boss. Zack. Maggie! Renn! Renn, Maggie! Gott, die Maggie ist so lahmarschig. Ah, oh, so lahmarschig. Stirb! Noch ein HP ab. Ich hoffe, ich kann dir jetzt genügend ausgeben. Wow. Gimby. Wow. Gut, wir haben Gimby. Ist kein schlechtes Item, versteht mich da nicht falsch. Aber ich habe halt mit mehr Items, mit mehr Herzenverschwendung gerechnet. Schwede Curse of the Lust. Oh, was ist denn los? Au. Den habe ich gespürt. Die Lampe geht nur, wenn mein Spacebar-Item auf 0 ist. Oh, das ist nicht lieblich. Das ist genau das Gegenteil von dem anderen. Naja, vielleicht gehen wir ja noch ein anderes Spacebar-Item. Mal schauen. Aber ich bin eigentlich auch damit recht zufrieden, dass ich alle 6... Na, da können wir jetzt noch ein wenig spielen. Können wir auch... Na, wir können auch einen Schlüssel zusammenstellen. You feel blessed. Wunderbar. Noch ein wenig. Münzen, Money, Money, Money. Noch eine Kiste, das haben wir noch schönes. Geh. So. Jetzt müssten die Trollbomben kommen. Jawohl. Perfekt. Und jetzt müsste gleich ein Engel kommen, aber bevor der Engel kommt, sammle ich mal das ein. Ja. Ich kann gerade nicht ausweichen unbedingt. Brimstone Baby, töte ihn! Ich brauche den Schlüssel! Und ich werde auch nur den Engel erstmal besiegen, den roten Engel, den lassen wir mal lieber. Ich traue mir das jetzt hinzu, dass ich den auch noch besiege. Ich denke mal, wir werden ja wohl irgendwie einen Angel Deal noch bekommen, oder irgendwie sowas. Ich glaube einfach mal fest dran. Geh weg. Weil ich sterbe erst so schon bei dem fast.
Ich sagte fast, nicht ganz. Nur fast, nur halbe. Gehen wir schon mal das Kippis und ich bin weg. Gut, haben wir schon mal einen Teil. Ja, unsere Chance ist auf 9%. Als ein Devil Deal werden wir auf jeden Fall nicht bekommen. Aber ein Angel Deal auf 100%. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zählt es? Ist die Anzeige des Devil Deals entscheidend? Also 9%, dass ich überhaupt einen Deal bekomme. Und dann entscheidet sich zu 100%, dass es dann Angel Deal wird. In meinem Falle zum Beispiel. Oder dass ich jetzt auf jeden Fall einen Devil Deal bekomme. Einen Deal bekomme, aber es ist dann ein Angel Deal. Ja, wir schauen nochmal. Ich hätte gerne einen Apfel. Hm, nice. Ich kann schneller schießen. Ich habe jetzt nicht ge... Ah! Ab und zu schieße ich ein paar andere Tränen. Was waren das für Tränen? Klassierklingen! Nice. Da wollen wir nichts. Ja, wir hätten gerne wieder den Boss, wenn es möglich ist. Mein Brimstone Baby ist schon bereit für den Scheiß. Komm, stirb, mein Freund. So, wie gesagt, jetzt könnte man noch ein wenig Damage gebrauchen und dann Speed up. Und in der nächsten Ebene bitte mal kein Flug. Es wäre lieblich, wenn ich mal kein Flug bekommen würde. Und das Portale mal abhauen. Dankeschön. So, und dann, dass ich vielleicht die auch gleich... Naja. Mehr oder weniger für sie. Eine Karte, was soll man denn? Tour of Space können wir mal aktivieren. Mehr Schlüssel. Zack. Ansonsten können wir mal da reinschauen. Ich habe immer noch keine Bomben. Ich lasse es immer so, wie es ist. Da kriege ich ja noch eine Bombe oder irgendwie was Interessantes. Ich hätte gern viele Bomben. Aber ob ich die fürs Reroll dann benutzen möchte, weiß ich ja noch nicht. Keine Ahnung. Ich bin gerade wegen... unsicher, was ich gerne hätte. Aber egal. Wir lassen einfach den Shop mal Shops sein. Nehmen die liebliche Batterie, aktivieren sie. Kriegen eine schöne Karte. Strange. Können wir für den Boss aktivieren. Brainstorm. Nice. So. Wo ist denn jetzt? Ah, da ist der Boss. Spüre meine Stärke, mein Freund. Wow. Was war? Stopp. Hä? Vorsichtig, mein Freund. Hä? Renn! Renn! Und auch diesen Kampf haben wir. Wunderbar. Wir haben Devil Deal bekommen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 9%. Okay. Und wir kriegen Grambus. Natürlich ist es Grambus. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Grambus, du bist doch ein richtig ekliger. Lass mich in Ruhe. Und jetzt natürlich vom Feuer angegriffen. Es war ja natürlich typisch. Geh weg. Ja, natürlich jetzt wieder gerade. Ich hab's schon gewusst, dass er mich trollen will. Aber ich wusste ganz genau, was er vorhat. Und ich habe keine Bomben. Das heißt, ich kann da nicht rein. Okay. Dann würde ich sagen, in die nächste Ebene. Maggie, du bist momentan tatsächlich gut unterwegs. Nicht schnell unterwegs, aber du bist auf jeden Fall in Ordnung. 3 Ebenen. Aber es geht natürlich noch mehr, also... da geht, da muss noch irgendwas machen. Hier können wir wenigstens ein paar Bomben. Die Trollbomben kannst du sonst wo hinstecken. Blub. Winter Baby! Jawohl. Mega Blast. Nice. Gut, dann haben wir schon mal 5 Bomben. Die behalte ich doch sehr gerne. Für die ein oder andere Räume, die ich gerne hätte. Oder Steine, mal schauen. Hä, Spinne geht weg. Ja, Standard Damage. Da muss ich was ändern. Ich will mal was Neues. Gehen wir mal wegen Damage, bitte. So. Kann man mal das aktivieren. Dann sehe ich auch, wo ich springen kann. Wo. Wisst ihr was? Ich gehe von der anderen Seite. Ich habe da eh so ein schlechtes Zielvermögen. Bevor ich da eine Bombe verschwende. Geh mal von der anderen Seite rein. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher, wo ich die Bombe legen muss. So. Und stirbt, mein Freund. Und so. So, mein Schwabbel. Da fehlt, bist du richtig kopflos unterwegs? Ich bin schwabblos. Ja, das bist du. So. Ich opfer jetzt sicherlich keine Bombe und Schlüssel für ein Säckchen.
Nein, aber nein, danke. Nein. So. Spider-Mod. Ich bin ein großer Fan von Spider-Mod. Nehme ich mal mit. Bevor wir jetzt aber zum Boss, in Richtung Boss gehen, würde ich sagen, dass wir mal Richtung Itemraum gehen. Da kriegen wir da auch was Hübsches. Wir haben jetzt sogar die doppelte Chance auf was Gutes. Von daher enttäuscht mich nicht. So können wir wenigstens sehen, wie viel Leben die Gegner noch haben. Und ab und zu macht Spider-Mod auch verschiedene Random-Effekte. Nicht auf mich, aber auf die Gegner. Mal verwirrt, mal sind sie verliebt. Mal sind sie vergiftet, mal bluten sie. Also Spider-Mod ist auf jeden Fall eine gute Investition. So. Und ihr stirbt bitte auch. Was ist da? Oh, ein Zombie. Den muss man noch einmal treffen, dann hat man es. So, zwei Items. Das ist ein Damage, aber ein richtig nerviges Damage, weil ich dann als Orbit fungiere. Das ist eklig. Und was bist du? Du bist ein UFO. Black Hole. Nothing can escape. Ich hab da so meine Blitz denken. Aber okay. Wir können sie mal aktivieren. Jetzt habe ich natürlich keine Bosse. Wir gucken mal kurz da rein. Hallo? Alter, da kann ich mir viele Herzen jetzt holen. Aber ich möchte gerne mein Spacebar-Item mal austesten. Das wäre lieblich, wenn ich das könnte. Mal schauen. Also da, ich kann mir ja einen vorstellen, das ist jetzt ein schwarzes Loch, wo alle Gegner eingesaugt werden. Aha. Eine neue Frage ist jetzt, was ich mir stelle. Wie lange? Klar, es hat jetzt aufgehört, aber war es, wo ich den Raum geklärt habe? Oder hat es... Keine Ahnung, dass es 10 Sekunden da ist. Das testen wir jetzt nochmal. Wir nehmen mal eine Batterie, die können wir ja mal opfern. Und wir testen es nochmal. Es ist auf jeden Fall interessant, schwarzes Loch. Vor allen Dingen kann es auch Bosse einbeziehen. Dann könnte ich noch weiter drauf feuern. Ich bräuchte mal... Ja, das sind zwei Säcke, die möchte ich jetzt gern nicht. Wir haben da einen großen Rahmen, da können wir es nochmal testen. So, was haben wir denn hier? Flieg und sich. 500 Schaden, leck mich am Arsch. Schock. Okay, es verschwindet nach ein paar Sekunden, okay. Ich glaube, ich bleibe aber trotzdem bei meinem alten Item. So, ein Schlüssel, den ich nicht brauche. Merci. Also, brauchen du ihn schon, aber ich komme nicht hin. Okay, also was sinnlos ist. Na gut. Ja gut, was heißt sinnlos? Es ist sicherlich nicht verkehrt. Aber für meine Situation leider nicht zu gebrauchen. Von daher würde ich sagen, wir tauschen das Item wieder um. Holen uns die restlichen 4 Batterien. Und geben uns ein paar Soul Hearts. Dann geben wir mal ein Crystal Ball. Es ist zwar jetzt Verschwendung, weil ich jetzt eigentlich nur noch eine Aufladung gebraucht hätte. Aber ich will nicht wieder hoch und runter und hoch und runter. Vielleicht zack, zack, zack. Ja, was gehen wir denn da für kleine Tour of Hearts? Können wir mitnehmen. So, jetzt sind wir auch wegen Speedy unterwegs. Man merkt richtig den Speed-Unterschied. Da ich brauche jetzt echt ein Speedbar-Item. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Scheiß erste Mal auf Damage, sondern ich hätte gerne wirklich wegen Speed up. Das wäre so herrlich. Brinsor Baby! Ja, Boss Rush, ich glaube nicht, dass das was wird. Da habe ich wieder viel zu lahmarschig. Schlüssel hätte ich sehr gerne. Und ja, da merkt man es wieder. Der Speed-Unterschied. Er ist nicht so optimal. Spinnen, geht weg. Und du auch. Nix, okay. Gleich weiter. Keine Zeit verlieren. Vielleicht schauen wir es tatsächlich noch irgendwie. Wenn wir in der nächsten Ebene jetzt mal ein bisschen Damage oder irgendwie was Interessantes bekommen sollten. Oder beim Boss. Ich bin ja für alles offen, also Boss, enttäuscht mich nicht. Gib mir was Gutes! Ja, Münze, nehme ich gerne mit. Hi. Ihr seid wieder geile Gegner für meinen Brinsor. Weil ich da sehr viele Angriffsflächen habe. Es ist nicht optimal für euch. Und Spider-Mod hat ihn jetzt gerade vergiftet. Nice. So, und jetzt noch die letzte Male. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Damage up. Das ist schon mal lieblich. Dankeschön. Und gleich in die nächste Ebene. 1,69. Oh. Sehr lieblich. So,
Curse of the Blight. Alle. Was sind das für Flüche heute? Könnt ihr mich mal in der Ruhe lassen mit den ganzen Flüchen? Kann ich mal eine ganz normale Ebene haben, ohne verdammte Flüche? Jetzt sehe ich nicht immer meine Items. Da helfen meine More Options natürlich jetzt auch sehr viel. Gut, jetzt sehe ich die Karte. Das hat, oh, ich wäre jetzt total in eine andere Richtung gegangen. Oh, das wäre eklig gewesen. Und da wäre ja nicht immer was Interessantes. Oh, da. Ich bin echt froh, dass ich meinen Crystal Ball habe. Und dass er mir die Karte aufgedeckt hat. So, jetzt können wir auch in den Zacki-Zacki uns reinspringen. Ja, ja, Geld, schön. Nehme ich auch gleich mit. Money, money, money. Aber nun schauen wir mal da rein. Will ich ein Herz opfern? Damit ich da... Na, vielleicht schaffe ich es auch so. Mal schauen. Ha, Teleport. Nehme ich mit. Book of Sins. Nicht unbedingt optimal. Oh. Und Empty Vessel. Empty Vessel hilft mir noch nichts. Wo war? Wo ist er? Dann nehme ich dich wieder mit. Mein Crystal Ball. Und geben wir noch ein Herz. Und schau. Und wir gehen hier raus. Sammeln noch die Münzen ein und dann gehen wir Richtung Itemraum. Ja, und hoffen wir halt, dass wir ein gutes Item bekommen. Was wir nicht sehen können. Es ist nicht super. Vielleicht haben wir ja Glück mit die Black Candle. Von daher gehen wir erstmal in den Shop. Und kaufen uns halt mal ein 15er Item. Also mit 15 meine ich, was 15 Münzen kostet. Dann haben wir ja Glück sogar. Da will ich jetzt nicht rein in den Challenge-Raum. Au! Ups, den habe ich nicht kommen. So eine Kiste. Gearing Stuff. Merci. Ein paar Fliechen. Ein paar Gehirne. Nice! So. Mit Pillen fange ich jetzt nicht an. Wir haben jetzt die letzten vier Ebenen keine Pillen gehabt. Jetzt brauchen wir auch keine mehr. Vor allen Dingen ist meistens nur Bullshit. Puh, ein besonderes Grünchen war da. Aber nicht. Eieiei, ganz viele Bananen. ganz viele Bananen, ja. Ich sehe schon. Emperor. Tour of Clubs können wir mal aktivieren. Dann nehmen wir Emperor mit. Dann können wir uns gleich in die nächste Ebene teleportieren. Nämlich das da. Little Becky. Leider nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Infested. Infested. Tour of Diamond. Ja. Ich kann meine Münzen verdoppeln. Dann habe ich zwei. Ja, dann nehme ich halt das mit. Holy Mandel. Holy shit. Also das ist ja das perfekte Item. Da habe ich ja jetzt Glück gehabt. Ah, Holy Mandel. Ein wirklich grandioses Item. In jedem Raum habe ich jetzt die Möglichkeit, einmal getroffen zu werden, ohne Schaden zu nehmen. Das ist herrlich. So, meine zwei Schwestern. Guck, jetzt wurde ich einmal getroffen und ich habe keinen Schaden genommen. Aber jetzt sollte ich mich nicht nochmal treffen lassen. Stirb, mein Freund. Mach da dein Brainstorm, ist mal wurscht. So, bleib in deinem Kuhstall. Geh weg. Schleidi. Bin kaputt gegangen. Meek, Damage und HP ab. Nice. Immer her mit dem Damage. So, und jetzt können wir uns ein wenig um den Speed-Up kümmern. Ein wenig Speed-Up. Und wir sind... Oh, drei mit... Oh, jetzt. Das könnte jetzt noch eng werden. Wir sind jetzt in der Ebene von der Mom. Wir könnten einen Boss Rush schaffen, wenn wir Glück haben. Wenn wir speedy unterwegs sind, was wir momentan nicht sind. Schauen wir mal. Aber ich will ja natürlich nichts ausfallen lassen. Itemraum, Shop... Na gut, Shop eher weniger. Aber Itemraum, da möchte ich auf jeden Fall rein. Da, wir schauen mal, was auf uns so erwartet. So viel haben wir ja unserem Brimstone Baby. Und ein paar Zombies. Und ein Portal. Kein Wunder, dass da so viele Kackviecher kommen. Und weiter. Noch einen Schlüssel mitnehmen und in die große, weite Welt gehen. Oh, sprecht mir jetzt nicht noch mehr Totenköpfe. Das reicht. Oh, ein schwarzes Herz habe ich sogar getroffen. Nice. Ja. Klar muss da wieder so ein Ding rauskommen. Aber dafür habe ich ein schwarzes Herz bekommen. Von daher will ich ja mich nicht beschweren. Ja. Da oben ist gar nichts. Das ist schön. Ah, da hätte ich mal früher auf die Karte geschaut. Ah, noch zwei Minuten. Das könnte jetzt ein wenig eng werden. Ich würde sehr gerne einen Busrush machen. Und da in den Shop müssen wir ja sowieso nicht, weil wir nicht genug Geld haben. Selbst wenn wir unser Geld verdoppeln, ja, dann haben wir vier Münzen.
Ist nicht optimal. Jetzt kommt so einer. Er dauert doch. Ja, Holy Mantle schön ausgenutzt und schön mit dem Orbit noch ein wenig rumhattiert. Den haben wir ja auch. Können wir auch ein wenig als Nahkämpfer probieren. So. Jetzt stirb, mein Freund, stirb. Stirb schneller. Es wird knapp für den Boss Rush. Oh, ich bin so froh, dass ich einen Little Brimstone hab. Oh, mach den King kaputt und renn, 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 renn. Ist jetzt auch nicht beides so optimal, aber ein Little Hunt, der macht wenigstens ein wenig Damage. Von daher nehme ich den gerne mit. Und schnell zum Boss, schnell zum Boss, schnell zum Boss, schnell zum Boss. Mach mal. Mach mal, mach mal. Da ist wenigstens noch ein Hardflag hier, weil da ein Small Rock. Nein. Leider nicht. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, Kohle, Kohle, Kohle. Alles meins, meins, meins. Vielleicht noch ein wenig Luck ab und weiter geht's. Hi, Mom. So, mit der Mom kuscheln wir mal ein wenig. Und wieder ein wenig kuscheln. Zitzi, zitzi, zitzi. Wunderbar. Ja, wir haben noch eine Minute. Sollte eigentlich machbar sein. Noch ein wenig kuscheln. Noch ein wenig kuscheln. Haben wir ja schon gleich besiegt. Gut. Wir nehmen dich mit, Polaroid, weil wir sind nicht unbedingt stark genug. Wir können auch in den Devil Deal mal reingucken. Wir können fliegen. Durch Empty Vessel hätte ich sowieso fliegen können, wenn ich keine roten Herzen mehr habe. Na, egal. Ist egal. Wir haben einen Speed-Up dazu bekommen. Und hier vielleicht noch was Interessantes. Oh. Das sind grauenhafte Items. Das sind richtig grauenhafte Items. Ich will ja gar nichts von beiden, aber ich möchte halt gerne einen Boss Rush hinter mir bringen, damit die Maggie auch den hat. Dann müssen wir den nicht nochmal machen. Nur wenn wir halt wirklich stark genug sind und vielleicht auch interessante Items hätten. Vor allen Dingen, ich habe ja mein Space War Item, das lädt sich ja sowieso sehr schnell auf. Von daher sollten wir jetzt eigentlich nicht viel Angst haben, dass wir da sterben. Geh weg! Die ganzen Trollbomben mehr. Hallo? Hallo? Ach, da ist er. Na, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Komm doch mal her. Zuna! Zuna! Geh weg. So, jetzt ist es aufgeladen. Mit Pille. Infestet. Okay, meine Spinnenarmee tötet. Du hast ihn überhaupt nicht klein gelassen. Okay, er ist tot. Ah, oh, ich merke gerade den Speed-Up. Oh, nice. Aber der geht halt leider gleich wieder weg, wenn ich die zwei erledigt habe. Was nicht ganz so weiß, Gott. Und schon wieder All Step Down. Es. Au. Fucking Bloat. Geh weg. Ich mag keiner. Jetzt ist er versteinert. Nice. Spür mein Orbit der Macht. So, jetzt machen wir den noch kaputt. Ah, der Hashi. Best Friend. Und ist der kopflose Ritter der Gerechtigkeit. Du machst mir dein Bullshit da weg. Voilà. Orbit. Nice. So. Orbit. Oh, der Orbit. Der macht Damage. Wunderbar. Hoppala. Fast erwischt. Ja, How to Chum. Das könnt ihr gerne behalten. Vielleicht kriege ich mir ja nach dem Run noch was Interessantes. Das kann ja gut, durchaus sein. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um dich, bevor wir um Little Horn uns kümmern. Nerviger Little Horn. Hüpft er immer hin und her, dann kann ich ihn gar nicht angreifen. Gescheit. Bleib da, lass dich. Ja. Genau das habe ich gemeint. Er lässt sich nicht gern von Orbits beeinträchtigen. Hau doch schon wieder ab, der Drecksack. Bleib da! Okay, er ist wieder weg. Ha, jetzt hat er sich selber in die Luft hier. Wacker. Vor allem bei so einer großen Fläche hat er sich selber getötet. Durch seine eigene Trollbombe. Loki, bist du das? Oh ne, du bist der eine. Der dunkle eine. Der alles dunkel macht. Na, kriegst du mal Orbit ab, mein Freund. Bleib da und spür die Macht des Orbits. Und ein letzter Teil. Haben wir dich auch noch geschafft? Jetzt haben wir dich. Orbit, 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 Orbit. Schön ausweichen. Und weiter mit dem Orbit drauf rumhantieren. Nochmal vielleicht noch ein bisschen. Das hat ja wunderbar geklappt. So, jetzt können wir uns um dich kümmern.
Alter, der ist so ein drohender Freund. Und ciao. Oh, immer dieses lahmarschige Sein. Es ist nicht schön. Ah, voll. Was geht, mein Freund? Was geht? Da ist ziemlich viel los gerade hier. Machen wir jetzt nicht kaputt, bevor wir da uns um die Fohlen kümmern. Ach, ihr habt euch schon getrennt. Okay. Double Brimstone. Ach, ihr macht sogar meine Arbeit. Nice. So, da ist dann der erste tot und der zweite folgt zugleich. So, haben wir jetzt bald alle. Das ist halt langsam träge hier. So, stopp. Und das kleine Baby geht auch ein bisschen mein Meat in. Bäckchen. Und der Pferde kriegt eine Windstorm-Ladung ab. So. Ja, und wunderbar. So, noch ein Herzchen. Die Girdlings. Und was haben wir noch? Oh, der ganz dunkle eine. Nicht optimal. Orbit. Orbit. Egal. Habt ihr, der stirbt. Ja, wir haben noch ein blaues Herz. So, lebt noch einer? Ja, einer lebt noch. Oh, noch mehr Girdlings. Diesmal die eklige Variante. Die Pubi-Variante. Und Monstro natürlich. Kein Run ohne Monstro. Ich hab dich übrigens bei Akinado gesehen. Du bist eine wahre Berühmtheit. So, Orbit. Orbit. Mit Orbit machen wir echt verdammt viel Schaden. Das freut mich. Nächste Ebene, nächste. Oh. Nicht dich. Ich mag ihn überhaupt nicht. Dann greife ich auch mit Orbit an, weil ich mache ihn überhaupt nicht. Da, Gimbi gibt uns da noch ein Herz. Gut, alte Gimbi. Stirb. So, jetzt ist Schalgutfeld da noch weg. Und jetzt nur noch unser kleiner Freund hier. So, Orbit. Nice. Widow, Hallöchen, dich habe ich ja schon lange nichts mehr gesehen. Komm nur, meine Arme. Die Pille aktiviere ich jetzt natürlich nicht, weil das könnte jetzt eine Telepille sein. Dann habe ich ja den ganzen Bullshit umsonst gemacht. Nein, den können wir später aktivieren, aber jetzt nicht. So, haben wir jetzt? Immer noch nicht. Das ist ein träger Run. Obwohl ich eigentlich ziemlich viel Damage, ja in Anführungszeichen viel Damage austeile. Ja, du Engel! Au. Das habe ich eben bekommen gesehen. Und konnte nicht reagieren. Gut. Halle Julie, Maggie's Bow haben wir freigeschalten. Und die Pepperoni. Mal Flame Tears ist in Ordnung. Infested können wir aktivieren und. Speed down. Hast du mir jetzt nicht gegeben. Du hast der Maggie. Dem eh schon langsamsten Charakter eh war. Hast ein Speed abgegeben. Speed down gegeben. Oh, oh Gott! Wenn ich jetzt eine Aufladung kriege, dann habe ich wieder meinen guten Speed up. Das wird lustig. Begrüßt mit mir den neuen Speed up King. 1,03. Und ich krieg noch eine Speed-Down-Bille. Wollte mich gerade verarschen. Oh, und ich habe natürlich wieder einen Fluch. Das ist Alibi. Ich bin gerade nicht unbedingt glücklich. Ah. Ja gut, okay. Ich bin froh, dass ich einen Holy Mantle habe. Und den Little Prince haben die erledigten soweit alles für mich. Oh, ich hätte aber noch gerne ein bisschen mehr Damage. Ja, und die Bombe. Es läuft gerade nicht alles so optimal. So, stirb. Das. Ganz ruhig, mein Kleiner. Und spüre die Macht des Orbitals. So, kommen wir da rein? Da kommen wir mal kurz schauen. Komm. Mach mal. Ah, wir müssen Bosse erledigen. Das ist jetzt nicht so optimal. Ah, okay. Spüre meine Flame Tears. 230 Schaden. Das ist eigentlich jetzt.
Und jetzt flamet hier voll in seine Phrasen. Bombe! Alter, die Bombe, die hat Schaden gemacht. Und ich. Ja, das sollte eigentlich leicht sein. Und das war schön. Stimmt. So, wir kriegen noch eine Bombe, wir kriegen eine Aufladung mit einer Pille, die wir noch nicht aktivieren, und machen die zwei auf. Zwei blaue Herzen. Na gut. Und Range da natürlich. Alles down. Aber wenigstens sehen wir jetzt die Karte. Das ist doch schon mal etwas. Das ist ein langer Weg noch. Hey, my friend. Zweite Mutanten vergiftet. Nice. So, was haben wir hier? Hübsches. Noch ein Geld. Klar, warum nicht? Das können wir jetzt einmal verdoppeln. Mal. Was will ich mit dem ganzen Geld? Dann schauen wir mal kurz da rein. Wir haben eh Holy Mantle. Kriegen ja sowieso keinen Schaden ab. Eieiei. Pandoras Box. Wir sind auf der Womp-Ebene. Müsste ich da zwei Items bekommen? Ha, tatsächlich. Womp-Ebene ist, glaube ich, die beste Ebene, wo man Pandoras Box aktivieren könnte, sollte, was auch immer. Kann ich mal bitte kein Speed-Down haben? Ist das vielleicht möglich? Nein? Okay. Der König ist da! Hat er ihn verguckt! Ja. Schön, dass da so viele Batterien sind. Ich habe nur komplett momentan alles aufgeladen. Ich habe genug Herzen momentan. Danke für die ganzen Blumen. Es sei denn, wir könnten noch den anderen Engel beschwören. Werden wir auch jetzt wahrscheinlich machen. Wenn wir hier schon Zacki-Zacki-Raum haben, ein Opferaltar. Ja, Holy Mantle. So, erstes Herz verloren. Können wir auch hier nochmal aktivieren, wenn wir es wollen. Bad Gas. Bad Gas. Achso, man muss es immer wieder machen. You feel blessed. Nice. Ha. Holy Water Splash. So, gehen wir wenigstens sonst. Obwohl, dich haben wir doch schon, oder? Du gibst mir nicht das zweite Keepies, habe ich recht? Das fände ich jetzt aber nicht lieb, wenn du mir das nicht geben würdest. Na, ja, gibt's mir nicht, okay. Da ich nicht weiß, wie viel Herzen ich momentan habe, machen wir erstmal den TNT fast kaputt. Hoffen, dass wir da vielleicht ein schwarzes Herz bekommen. Oder ich kümmere mich einfach selber drum. Ein schwarzes Herz haben wir schon mal. Dann können wir mal die Batterien ein wenig aktivieren. Zack und zack. Du bist da, ne, du bist keine Speed Down. Infested, okay. Infested. Und weiter geht's. Wieder der Holy Mantle Effekt. Und blaues Herz nehme ich mal mit. Da könnte ich mal das mal aktivieren. Hat wunderbar funktioniert, aber wir sneaken uns nicht gut durch. So. Schwarzes Herz. Das sind wieder die Trollbomben am Berg. Das war knapp. So, das ist wieder der blaue Engel. Au. Ich frage mich jetzt, wie viel Leben ich habe. Okay, das hat sich erledigt, wie viele Herzen ich habe. Genug, auf jeden Fall. Geh ins Feuer, mein Freund. Da oben ist das Feuer. Du Trottel. Ja, jetzt machen wir wenigstens ein bisschen Schaden. 7,3. Naja, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. So, zweites Keepies. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hoppala! Da gehen wir ja in der Chest noch ein bisschen interessante Items. Mal schauen. So, meine Schwabbelfreunde, ihr stirbt, habe ich gehört. Will ihr jemanden Speeddown-Pille haben? Ich habe eins zu verkaufen. Nein? Ich brauche es nämlich auch nicht. Kein Speeddown, Speeddown. So, Mann ab. Ne, geh weg. Ein rotes Herz. Okay. Oh, keine Portale. Ihr habt langsam mal Portalverbot hier. Reicht, hier ist ja nichts mehr schön hier. Ein Monetus, was auch immer. Da kann ich schön. Junge.
Schön, mein Brainstorm durch alles durch. So, jetzt kann man wegen gezielte wegen angreifen. So, dann dich Giraffen. Noch. Und euch zwei Köpfe noch. Ein Kopf. Lebt doch was? Ein Torsoman lebt noch, okay. So, eine Pille mit. Bad Trip. Haben wir jetzt mal alles Negative mal weg? Es muss jetzt nur noch so eine Damage-Down-Pille geben. Ah, ich gefickt. Zum Glück gibt's sowas nicht. Auf jeden Fall jetzt nicht beim FFF. Bei anderen Mods wird's, glaube ich, sowas geben. Und ich sagte, nein, bitte nicht. Der doppelte geteilte Logi sollte kein Problem für uns darstellen, wenn ich ehrlich sein darf. Vor allen Dingen, wenn sie noch in derselben Position bleiben, so wie sie gerade sind. Einer ist schon da, wunderbar. Hui, ausgeliehen. Und down. Wir gehen noch ein HP ab. Ja, und wir bekommen nichts. Das war ja klar. Gott, warte jetzt! Ja, wir sind auf der Mom-Ebene. Es ist interessant. Ja, noch mehr Geld brauche ich nicht. Stirb, Automat, stirb! Gibst du noch ein Herz, okay? Health up. Mal was Positives. Sowas gibt's auch? Sonst habe ich immer nur Downs bekommen. Und keine Ups. Also langsam habe ich auch alle negativen Pillen. Es fehlt eigentlich nur noch am Amnesia. Oh, wenn ich jetzt Sieg kriege, würde ich würde ausflippen. Fucking Amnesia. Dann sehe ich die Karte nicht. Ja, aber ich weiß jetzt wenigstens, wohin ich muss. Das ist schon mal etwas. Schauen wir mal die Karte an. Was auch immer. So, stirbt meine Freunde. So, dann gehen wir gleich da runter. Blöp. Blöp. Immer schön eine nach dem anderen. Gut. Dann gehen wir in den großen Raum. Gut, der erste ist weg und der zweite folgt gleich. Ich hab sowieso mein Orbit. Ich meine, mein Holy Mantle kann ja mit dem Orbit ein bisschen was machen. So, hier haben wir den Geheimraum. Und dann können wir sogar in den Zacki-Zacki-Raum rein. Für uns wäre es momentan sowieso eigentlich egal, weil wir kommen so oder so ohne Schaden rein. Durch unseren lieblichen Holy Mantle. 50% auf alles. Auch auf Tiernahrung. Brauche ich nicht unbedingt jetzt. Weil, sagen wir mal so, den Hasch werden wir nichts mehr besiegen. Die Zeit ist abgelaufen. Da waren wir zu langsam. Ich habe auch keinen Bock auf Hasch jetzt. Es wäre so. Oh, den Hasch noch. Oh, das würde Jahrzehnte dauern. So. Mein Spacebar-Item aktiviere ich noch nicht. Damit wir wenigstens mal Bosse ein bisschen Speed-Up haben und so weiter. Wegen Damage und All-Step-Up hat. So, jetzt können wir es aktivieren. Eine Pille. Friends till the end. Das Ende ist jetzt hier. Orbit! Action! Hi, Mom. Ich habe hier einen lieblichen Orbit. Wow. Das war ja spannend. Dann habe ich hier noch die Chance, ein bisschen Herzen auf. Ich habe nur ein. Ich habe nicht einmal ein Gabi-Item, oder? Nö. Ich glaube nicht, dass ich noch zwei Gabi-Item bekomme. Werde, aber hey, ich nehm's mal mit. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, ich werde definitiv keine zwei mehr bekommen. Definitiv. So, wir haben 8 Schlüssel, das heißt, in der Chest können wir auch nach Herzenslust dann öffnen. Das ist schön. Und wir haben Sackgasse. Das ist weniger schön. Aber wir können Mega-Saladin machen. Ich denke mal, für Mega-Saladin sollte es noch reichen. So, der letzte Geist bitte. Und stimmt. Ah, da war ja noch einer. Danke für die Münze. Schauen wir mal, dass wir unser Spacebar-Item ziemlich schnell aufladen. Damit ich am besten wohin ich muss. Aber bis dann habe ich wahrscheinlich eh dreimal Sackgasse.
Und wahrscheinlich ist rechts auch eine Sackgasse. Natürlich ist rechts noch eine Sackgasse. Wie konnte ich es anders erwarten? Au. Was hat sie getan? Stirb! Stirb! Na gut. Lass mich raten. Vielleicht da oben. Da wird sogar weiter, werde das gedacht. Ha! Das Feuer ist. Das ist nett. Macht den nächsten Schritt Damage. Was bist denn du? Ich bleib lieber bei meiner Idee. Damit kann man ja ein bisschen Strategie verfolgen. Wenn man dann zum Beispiel vor Isaac ist, dass man dann erst das Spacebar-Item aktiviert. Aber jetzt erstmal so aktivieren, damit ich weiß überhaupt, wo ich muss. Nochmal Friends Till of the End. Nein. Eieiei, ich sag das, das ist ja ein langer Weg. Gott, wieso bin ich neben dem Zug gekommen? Das dauert ja Stunden. Ah, okay. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das könnte auch wenig dauern, bis ich da bin. Eieiei. Blub. Okay, aber keine Sorge, wir schaffen das. Oh, es kommt da. Den Raum mag ich übrigens auch nicht. Er ist auch nervig. Hoppala. Come on! Ich kann mit meinem Hairball wegen rumschleudern. Eine Bombe nehme ich sehr gerne mit. Geh weg! Und ciao. Ja. Hier haben wir noch einen Stein mit X. Können wir mal schauen, was wir da Schönes haben. Noch mehr Bomben und Stuff. Nice. Ja, der Itemraum. Keiner. Der Geheimraum. Hier. Ah, der funktioniert. 21 Münzen. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass ich so viele Münzen gekriegt habe. So. Oh. Darauf habe ich jetzt aber null Bock. Lasst mich in Ruhe. Das war ja eklig. So ein Bullshit mache ich nicht. So. Feels like I'm walking on sunshine. I'm walking on sunshine. Oh, oh Mann. Und stopp. So. Aufgeladen. Da kommt eine schöne Bombe, nicht? Bam! 1100 Schaden. Nice! Und herzenstechnisch sind wir auch wieder sehr aktuell. So. Oh, stirb, mein Freund. Hat eine Pille. So, was sind. Range Down? Nein. Speeddown auch nicht. Ich habe zweimal Speeddown jetzt. Jetzt aktivieren wir erstmal das. Krieg ich noch eine. 48 Hour Energy. Okay. So. Ich krieg 1,71 Damage mehr. Lego mio. Ich hab gar nicht gedacht, dass es so viel ist. Ich hab sowieso die ganze Zeit eigentlich mehr nur auf mein Speed abgeachtet. Aber dass ich fast 2 Damage mehr bekomme, das ist enorm. Geh weg. Und lass mich in Ruhe. Orbit Action. Und weg. Isaac, du wirst jetzt sterben, mein Freund. Stier. Naja, hat nicht ganz gereicht. Aber jetzt. Komm nur her. Jetzt wirst du. Ja, oder ich werde sterben. Sag mal, was ist denn da los hier? Gott. Jo, jetzt suchen wir nach dem Blue Baby. The Relict. Ein wunderschönes Item. Something itchy. Okay. So, jetzt hoffen wir, dass da noch was irgendwas Gutes ist. Der Magic Fucking Mushroom ist hier. Und ein Pickel. Wenn Cancer, HP und ich bin ein protektiert. Und dich. Wenn ich dich jetzt aktiviere. Kann ich dich jetzt nochmal? Ach so. Das hat also jetzt nicht unbedingt viel gebracht. Ich habe gedacht, ich behalte die Items und kann sie gleich nochmal aktivieren. Okay, wir haben dich. Was machen wir mit dem Hourglass?
Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall damagehaftig unterwegs. Ich hab mir gedacht, ich kann mir ja. Dann zieh ich mal immer so 10 Magic Mushrooms oder so ein. Aber es scheint nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Leider. So. Luck up. Nice. Das mag ich auch nicht. Da ist gerade viel los. Stirb! Sackgasse, das ist nicht schön. Johnny, Schleidi. Da, überall Trollbomben. Au, au. Ah, da ist er ja. Und noch mehr Trollbomben. Wer hat deine Drecksdinger für dich? Wortchen. Spüre die Macht des Orbits. Er ist nochmal abgehauen, okay. Spüre die Macht. So, dann gehen wir doch mal in die letzte Richtung, die wir gehen können. Lass mich. Hoppala, ganz vorsichtig, meine Freunde, ganz vorsichtig. Nein, das sammle ich jetzt sicherlich nicht ein. Das können wir mal mitnehmen von mir aus. Und wir gehen mal da rein. Envy, mal 3. Ach, das ist ja schön. Das ist ja lieblich. Wird ja auch keine 10.000 Jahre dauern. Na, wenigstens lege ich sehr viel Feuer. Muss er dann reinrennen, die Trottel. Ich kann einen langen Windstorm machen. Das ist auch nice. So. Da ist ja noch ein ganz großer Envy. Was ist denn da los? Ja, fucking Envy. Ich bin Envy. Geh mir nicht auf die Nerven und stirb, mein Freund. Und spüre die Macht des Feuers. So, jetzt machen wir hier mal wegen auf. Dreimal Envy. Das ist nicht super. Oh, da hätte ich gerne jetzt einen richtigen Brainstorm. Da würde ich euch zeigen, wo hier der Hammer hängt. Ja, mein Little Horn. Da kommt der überhaupt nicht hinterher. Er weiß ja gar nicht, wie er angreifen soll. Wir haben es geschafft. Yay. So. Jetzt schauen wir mal nach der Karte. Gut. Wir gehen jetzt gleich mal Richtung Boss. Dann hoffen wir, dass wir uns das Spacebar-Item bis dann schon wieder aufgeladen haben. Dann laden wir das nochmal auf. Ich zeige euch dann genau, was ich jetzt gleich vorhabe. Erstmal wollen wir jetzt mal zum Boss. Das ist schon mal das Wichtigste. Das war knapp. Dann geben wir noch ein paar Items. Wenn die auch noch mit. Ah, da ist eine Kiste. Und wir bekommen eine Fliege. Okay. Nehmen wir mal eine Fliege mit. Und hier haben wir Pinnis. Nee. 4 Stück. Nice. Ein pinhaftiger Dach ist das heute. Ja, ja, der lebt noch. Gut, jetzt brauchen wir noch 2 Aufladungen. Ne, sogar 3 Aufladungen noch, okay. Ah, geht weg. Ich hoffe, ich kann einige mit euch kuscheln. Helft da. Ja, natürlich. Muss ja natürlich auch passieren, dass ihr jetzt einen Heldkram bekommt. Aber ist in Ordnung. Den habe ich ja sozusagen durch den Magic Mushroom dazu bekommen. Und daher kann man den auch verlieren. So. Und jetzt noch die 2 Haschen. Dann habe ich mein Spacebar-Item aufgeladen. Dann kann ich es aktivieren. Dann kann ich zum Boss, damit ich meinen extra Damage habe. Kriegt dann jetzt immer noch 1,71 Damage mehr oder mehr. 2,4, Alter, den Magic Mushroom. Und ein Health Up. Health Up, Health Down, Health Up, Health Down. Was auch immer. Ich bedanke mich. So, mein Blue Baby. Keine guten Zeiten für dich, mein Freund. Keine guten Zeiten. Ich weiß gerade nicht, wo mein Orbit ist, aber es ist auch egal. So, jetzt gehen wir mal weg. Weil so viel Schaden möchte ich jetzt doch nicht verlieren. So. Und stirb! Stirb, mein Freund! So, dann haben wir auch den Billy. Jetzt sehe ich wieder, ich habe wieder einen Old Step Down. Jetzt will ich mein Spacebar-Item wieder aufladen. Obwohl.
Muss ich das überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube sogar eher nicht. Ich habe doch das Hourglass. Das habe ich doch aktiviert. Das müsste normal keine Aufladung haben. Und da kann ich das doch jetzt einfach mitnehmen. Mal schauen. Bevor ich noch mehr Zeit vergolde. Oh, ich nehme einfach dich mit. Schwuppdiwupp. Und mach einmal. Dann habe ich mein Aussitz ab. Jetzt mal kurz da schauen. Na, bleib ich bei dem. Aussitz ab. Und Attacke. Ich suche einen Lack ab. 2, okay. Da kann ich sogar meine Pille mal aktivieren. Weil die, das ist sowieso schon, die ist sowieso schon ein Dorn in meinem Auge. Und ich habe immer noch 1,7. Ne? Das ist in Ordnung. Und ich werde jetzt auch keinen Speeddown mehr verlieren. Das ist jetzt der finale Bossfight. So, da sieht man auch schön die Leben von den einzelnen Gegnern. Ah, das ist ein guter Ball. Stirb, mein Freund. Ja, oh. Nice Feuer. Na, mit dir möchte ich eigentlich nicht. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich mag dich nicht. The Death. Geh weg. Hallöchen, mein Freund. Ah, fast ein Feuer rein. Willst du denn mit Norbit schmusen? Na komm, hier hast du Norbit. Willst du eigentlich auch mit Norbit schmusen? Hä? Okay, er will nicht. Ich hab's gemerkt, er will nicht. Da kommt ein Brainstorm. Nein, doch, nicht. Okay. Da kommt jetzt ein Brainstormy. So. Wieder ein Envy. Ich mag den Envy nicht. Vielleicht bin ich jetzt schneller und stärker als vorhin. Durch meine kleine dunkle Idee. So. Was kommt ihr? Trollbombe kannst du für dich behalten. Ich habe mein Speed-Up. Mich wirst du nicht mit der Trollbombe erwischen. Nicht so lange mein Name. Finalist! Und ja. So, was machen wir mit euch Hübschen alles? Au. Stirbt. Kloktoni, du auch. So, jetzt kommen noch die zwei Engel, dann haben wir es auch geschafft. So. Die zwei lieblichen Engel noch. Wir haben noch genug Herzen. Ah, vielleicht kommt ihr noch der Boy. Hey, dann haben wir es mit Maggie auch noch geschafft. Von daher. Können wir ja mal. Falls es überhaupt auftaucht, mal schauen. Ich weiß ja gar nicht, was für Forderungen das überhaupt hat. Ob es random kommt oder ob man da, keine Ahnung, innerhalb von 40 Minuten Salon besiegen muss. Oder ich habe doch keine Ahnung. Das wäre auch wurscht. Wenn es kommt, können wir noch in The Void gehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Geh weg mit der Brinstorm. Ihr habt es kommt gesehen, mein Freund. Okay. So, jetzt haben wir auch gleich die erste Phase überstanden. Kommen wir gleich in die zweite. Gut. Ja, die zweite Phase. Was soll ich dazu sagen? Da ist nichts Besonderes. Auch nicht allzu schwer. Ich denke mal, ich werde jetzt noch einmal getroffen. Dann haben wir es auch. Da ist eigentlich nur ausweichen. Das ist echt jetzt nicht der Wahnsinn. Haben wir ja schon gleich die Hälfte. Gut, ja. Das machst du gut, mein Freund. Was auch immer. Ja, das ist schon knorrig. Das ist ja schon gleich kaputt. Und da ist er gleich. Das war jetzt gut, mein Freund. Ich hatte jetzt fast Angst. Und natürlich haben wir so Roy. Okay, geh mal da noch da rein. Haben wir es wenigstens geschafft dann? Müssen wir das auch nicht nochmal machen mit der Maggie? Celtic Cross Red Baby. Okay, was auch immer. Okay. Das Gute ist, ich habe jetzt immer zwei Aufladungen. Das heißt, ich kann sehr oft das Trinket aktivieren immer. Das ist doch schön. Zum Beispiel hier. Das war mein Brainstorm. Mein aktiver. So, hier meine Pille, Health Town. Nein. Geht mal weg mit eurem Bullshit hier.
Windstorm. So, haben wir ja wieder eine Aufladung. Blöp. Ich mach schön viel Schaden. Die Rasierklinge macht auch viel Schaden. Ah, ein blaues Herz. Nice. Sackgasse. Man könnte hier mal eine Bombe legen. Vielleicht haben wir ja was. Hat sich nicht so angehört. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ah, vielleicht ist das hier jetzt mal. Jawoll, ja. Nice. Das ist Spider-Mod. Ich hab dich gesehen. Du hast die Liebe verteilt. Nur sie wollten es nicht. Hier haben wir wegen Stuff von jedem bisschen was. Nice. So. Oh, Mini-Mi! Ja, Spider-Man ist auf jeden Fall ein richtig geiles Item. Er macht, was er will. So, hier haben wir einen Schalüssel. Da haben wir schon den ersten Boss. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Ich möchte da nicht rein. Noch nicht. Wir clearen noch einen Raum und dann gehen wir zum Boss. Das könnte nämlich die Lilian sein. Und da hätte ich schon gern meinen 2,4-fach damage-haftigen Damage. Oh, so unsichtbar. Geheimnisvoll auch dieser ist. Ausweichen. Und stirbt, meine Freunde. So. Jetzt können wir mal zum Boss gehen. Mal schauen, wer das ist. Vielleicht haben wir ja schon Delirium. Mal looken. Ist der Loki, okay. Das hat viel Schaden ausgeteilt. Dreh noch ein HP ab. Können wir machen, oder? So. Der Raum war schon mal nicht. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Na gut, die können wir so erledigen. Das ist jetzt die andere Fliege. Kann ich die vielleicht nicht haben? Blöp. Das war schön. Klären wir noch einen Raum. Ja. Einen Raum. Einen anderen Raum vielleicht. So. Einen anderen Raum. Sagen wir mal, gibt es hier jetzt noch Räume mit Bosse oder. Keine Ahnung. Alter. Da ist ja einer auf Drogen gewesen. Da hat einen Speed drauf gehabt. Oh man! Sei es das ein Portal ist, warum da so viele Viecher kommen? Was ist denn da los? So, jetzt haben wir's. So, ich denke, dass hier unten nicht Delirium ist, wenn dann eher rechts. Atlas. Von daher den können wir eigentlich jetzt so erledigen, ohne unsere Item zu aktivieren. Sollte eigentlich keine Gefahr für uns darstellen. Für den Fall, dass jetzt Delirium kommt, dass wir noch die Aufladung haben. Wegen Speed Up und Size Down, das ist natürlich sehr optimal. Jetzt habe ich wieder die normale Maggie-Größe. Nein. Und damit Delirium. Blöp. So, mein Freund. Jetzt geht's als Eingemachte. Schwöre, die macht von ihnen feste. Um ihr Health Down. Ich bin knallhart. Ich mach dich fertig, mein Freund. Das ist keine Chance. Wenn ich jetzt wegen dem Health Down verlieren soll, dann hört's mir nicht anders da. Aber ich hab eigentlich das gute Gefühl. Ich habe immer noch mal Holy Man. Ich glaube, ich wurde noch nicht getroffen. Von daher. Und ich kann fliehen, von daher kann er mir auch nichts Ekliges in den Weg stellen. Und ich habe einen Brimstone. Er kann ja auch ein bisschen was machen. Stimmt's, mein Kleiner? Das Baby kannst du da nicht behalten, mein Freund. Wuppalapala. Rupsasa. Hallo? Jemand zu Hause? Tja, dann bleibe ich halt in der Ecke. Ist mir auch recht. Trollbomben. Brauche ich nicht unbedingt. Aber es sind schon richtig geile Designs. Gut, bei dem Engel. Das ist halt der dunkle Engel. Aber so die ganzen Knochen-Modis. Die sehen schon richtig nice aus. Wir nehmen schon interessanter Gegner. Und wieder der Engel. Da ist einer ins Feuer rein.
Das war nicht unbedingt gut. Noch ein Herz. Hoppala. Ja, das fliegt jetzt auf mich. Ich habe immer noch mal Holy Metal, oder? Da hat mich noch nicht einmal getroffen, kann das sein? Das werden wir sehen, wenn er mich einmal erwischt. Wo kommen die ganzen Explosionen? Ja, was ist denn los hier? Hoppala. Alter, so richtig aggressiv hier, mein Freund. Spider-Man, du kannst auch was machen. Obwohl, vielleicht macht er ja was. Ich seh's nur nicht. Das war jetzt aber normal, der Engel. Was? Das war jetzt nicht lustig. Hoppala, da kommt er von der Seite. Uiuiui, der ist schnell drauf. Objekte mit... Upsala. Da hat jemand noch keinen Schaden genommen. Du bist nicht unbedingt gut mit Zielen. Oder ich bin einfach göttlich in Ausweichen. Ich weiß es auch nicht. Okay. Ja, was kommt jetzt? Sag mal, wie viele Kleider spawnen, ja? Kannst du die mal in Ruhe lassen? Machen wir jetzt mal die Kleider, weil die gehen mir gerade mal ein bisschen auf die Nerven. Ja, hey, mich nicht von der Seite an, mein Freund. Und stimmt. Gut, dann haben wir wenigstens ein bisschen wieder aufgeräumt. Oh oh, die Mama. Nein, Mom, lass mich. Das ist die Knochen, Mom. So. Oh, wir haben etwas mehr als der. Das ist nicht schön. Okay, ich wurde schon mal getroffen. Aber Gimby, best friend, hat mir noch was gegeben. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt nur noch getroffen werden soll. Das ist so weit der Ausweichen wie bisher, das wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Ich bin echt froh, dass meine Hitbox kleiner geworden ist. Weil da werde ich schon viel öfters wahrscheinlich getroffen. Upsala, das war knapp. Oh, die Geschwister. Au. Ja, die Explosion, die kann ich einfach nicht sehen, wann die, wo die auftaucht. Das ist gut. Hoppala, ein Engelchen. Puh, das ist aber ein langer Kampf. Aber hey, wir haben noch 8 Herzen. Da soll dann nicht viel passieren. Und wir haben Gimby. Ab und zu droppt er ja auch noch ein paar Herzen. Und wir haben. Ach, ich verliere nur ein halbes Herz. Na gut. Dann müsste er mich ja jetzt 14 Mal treffen oder so, bis er mich erledigt hat. Das wird nicht passieren. Und oh, das Feuer, das war perfekt gerade. Die Augen sind auch richtig interessant. Na, Delirium, was geht? Ich würde dich hier gerne mit einem Orbit angreifen, aber es gibt mir ein bisschen zu viel Tränen überall. Schaffe ich nicht ganz. Hoppala, lass mich mal in Ruhe. Ah, schön in meine rote Pfütze noch. Nice. Gimby. Beste Man. So. Jetzt müsstest du es aber langsam mal haben, oder? Hey, Lirien, stirb endlich. Du hast doch keine Chance. Upp. Au. Ja, wird nochmal aggro. Jetzt habe ich dich vergoldet. Und damit, meine lieben Freunde, haben wir auch diesen Run geschafft. Weil es doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Gut, mal schauen, was wir jetzt noch so freischalten. Zack, Maggie, hau rein. Charist haben wir freischalten. Okay. Has appeared in the basement. Wie bei jedem Run, schauen wir mal auch bei Maggie mal kurz nach. Maggie. Nice. Zwar kein Hasch gemacht, aber oh Gott, das hätte noch viel länger gedauert. Da hätte ein bisschen was gefehlt. Aber nichtsdestotrotz, das war's mit diesem Run. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, euer Final.